Ja, liebe Leute, guten Morgen, da bin ich. Es ist Samstag mal wieder. Ich hoffe, heute wird ein guter Tag. Es regnet zwar, so wie gestern, aber wir hoffen mal auf das Beste. Also, wir lassen uns überraschen. Jeder Abgeordnete ist tot. Der eine Abgeordnete ist tot. Wir sind nicht aus dem Osten irgendwo. Sag mal her. Erschlagen, als sie gegen den Sturm kämpfte. Ja. Mit Auto. Um die Straße freizuräumen. Tja, ein Abgeordneter weniger. Mann, Mann, Mann. Ja, so ein Sturm ist gefährlich. So ein Sturm ist sehr gefährlich. Ja. Wird immer oft unterschätzt, aber gegen die Natur kommst du nicht an. Nee, das ist stimmt. Ja. So, jetzt bin ich im neuen Arbeitsraum. Ja? Und hier müssen noch ein paar Kisten, stehen noch ein paar Kisten rum. Die müssen noch verräumt werden. Und das werde ich jetzt eben machen, ganz schnell. Ganz schnell ist gut. Ich muss es natürlich langsam machen, ordentlich. Und, aber es muss halt gemacht werden. Deswegen, bis jemand klingelt, ich habe ja draußen ein Schild dran gemacht, bitte hier klingeln. Und dann nehmen wir wieder raus. So einfach sieht das aus. Nun gibt es auch tatsächlich einen Auftrag heute. Deswegen bin ich jetzt wieder hier unten. Und zwar Bremsbelag erneuern. Das wurde aber wirklich Zeit. Das wurde wirklich Zeit. Guckt euch das mal an, wie der aussieht. Dann noch die Späne von der Felge hier oben drauf. Beide Seiten konsequent runtergebremst. Tja, das sieht man selten. In dem Zustand, da ist es wirklich Zeit. Im Grunde genommen ist die Felge jetzt auch schon im Arsch. Ja, aber ja, gut, das kann sich nicht leisten. Ich mache einen neuen Bremsbelag erstmal auf. Und dann muss ich irgendwann die Felgen tauschen. Also die Felge tauschen, ja. So sieht's aus. Die Moral aus der Geschichte ist natürlich, öfter mal die Bremsbeläge prüfen. Ja, wenn die runter sind, die haben eine Verschleißanzeige sozusagen, die haben eine Verschleißgrenze. Wenn die erreicht ist, tauschen. Das kostet nicht so viel wie immer ein neues Laufrad tauschen oder sowas. Oder eine Felge umspeichen oder sowas. Ne? Das kostet dann gleich 80 Euro, 60 Euro wenigstens oder sowas. Also Bremsbeläge prüfen, wenn Verschleißgrenze erreicht ist, tauschen. Macht das einfach. Das ist wichtig für euch und fürs Fahrrad. So, liebe Leute, da bin ich. Jetzt bin ich wieder hier oben und zwar, ich habe gerade eine gekauft, ein super Ankauf, glaube ich, war das, weil das war echt günstig. 10 Euro, eine Kiste, ungesehen, mit Trödel und für 10 Euro ein Akkordeon. Da habe ich auch noch nicht drin geguckt, ich habe einfach, da ist ein Akkordeon drin, 10 Euro. Da dachte ich mir, kann man nicht verkehrt machen. Ich gucke uns mal, gucken wir mal, was da jetzt wirklich, ob sich das lohnt hat oder nicht. Das ist wahrscheinlich echt nur Trödel und Kram, aber für 20 Euro zusammen. Das fand ich gut. Ich schaue mir das Akkordeon mal an. Der Koffer ist ja schon mal nachgestrichen worden. Offensichtlich, leider. Ich bin echt gespannt, weil das ist echt, ich habe es echt nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, was drin ist. Kein Witz, aber 10 Euro. Boah. Ein Weltmeister. In einem optisch erstmal sehr guten Zustand. Ein kleines, aber die besser hängen nicht. Das ist gut. Na, was soll ich denn dazu sagen? Das war ein Mega-Schnäppchen. Also für 20 Euro sind damit sowieso schon locker mehr als drin. Ne? Also geil. Cool, lass ich auch drin erstmal. Na, da können wir uns die Kiste ja fast sparen, oder? Nee, wir machen sie doch auf. Wir machen sie trotzdem auf. So, jetzt kommen wir zur Kiste. Wir schauen mal. Ah, so was macht Spaß. So was macht mir richtig Spaß. Mensch, für 10 Euro einfach so eine olle Kiste kaufen. Gar nicht wissen, was drin ist. Kommt alles von einem alten Herrn. Der hat jahrelang gesammelt. Allerdings, naja, wie gesagt, die Herren, die alten Leute, was die so sammeln, da ist auch viel Kram bei, wie man hier auch sieht. Wunderschön. Genau, der Klassiker. Wahrscheinlich alte Urlaubsmitbringsel hier. Ne, das ist ja nicht europäische Tier oder so. Oder zumindest grenzwertig. Ach, steht's ja. Da kommt so der Sand unten raus. Albanier. Albanien, 70er Jahre oder was. Oder so. Naja, ist wenigstens Kupfer.
Kupferwerk. Okay, ja, weiter. Hier ist was Schönes, das gefällt mir. Handwerkszeug, das finde ich gut. Zumindest der Kopf ist in Ordnung. Der Rest, naja, kommt weg. Der Stiel kommt weg. Der Kopf ist schön. Der ist toll. Damit kann man was anfangen. Kommt auf die Seite. Schusterbock. Ein Schusterbock zum Besohlen. Ne? Schusterhammer, Schusterbock, haben wir alles perfekt. Finde ich auch gut. Na, ich stehe auf so Metallzeugs. Das ist für die Absätze, für die Front, für den Hacken. Ne? Toll. Was haben wir da noch? Die Puppe. Naja, das ist auch wieder so ein Urlaubsmitbringsel. Wahrscheinlich Sorbenland oder auch Russland oder wer weiß. Weg. Was haben wir noch? Eine olle Tasse. Das ist Kram, das ist Müll. Tassen, so weit brauchen wir nicht. Eine ganze Kiste voll mit. Schauen wir mal. So ja ordentlich eingewickelt. Na, das sieht mir älter aus. Ist es aber nicht. Gedöns. Kram. Kann regulär weg. Die gebe ich dann halt beim André ab und dann soll er selber entscheiden, ob er das braucht oder nicht. Eine Sammeltasse. Reckenhöhle. Am Könnetal. Reckenhöhle am Könnetal. Ist nicht beschädigt. Na gut, die können wir mal aufheben. Ist dekorativ. Braucht heute kein Mensch mehr sowas. Also das ist echt so ein Pfennigartikel quasi. Na, das ist 1-2 Euro für. Ah ja, okay, die Menagerie ist gleich komplett hier. Haben wir Essig, Salz, Pfeffer wahrscheinlich. Ja, hier ist noch so eine Kanne drin. Ja. Jo, ach, ja, so, dann hier eine Kleingeldpotte, Optiker Krause, dann eine Brille dazu, Eschenbach, eine Pornobrille, Brille, können wir mal beiseite packen, Made in Hongkong, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, Made in Hongkong. Ja, stand früher immer drunter unter den Dingern tatsächlich. Ein Sparkürbis. Ist bald Halloween, ne? Könnten wir den hinstellen. Gucken, ob er voll wird. Den stelle ich im Laden kurz. Dann natürlich darf nicht fehlen. Nur die Füßli und Knie 20. Nur die Füßli und Knie 20. Fantastisch. Nochmal die Döns. Werbefigur. Eine kaputte Lupe. Das ist ja wirklich unglaublich. Was sich so ansammelt im Laufe der Zeit. Man glaubt es ja nicht. So viel Kram, wenn ich das mir jetzt alles aufheben würde, um Himmels Willen. Noch eine wunderschöne Brille, eine Sonnenbrille. Handelt sich hier aber um ein altes Gestell. Made in Germany. Das ist schon wieder angesagt. Das kann man schon wieder verkaufen. Und es ist eben nur eine Sonnenbrille. Das ist das Gute daran. Ja, auch für viele Dinge, ja, eine Sonnenbrille oder so. Genau, das ist gut. Das ist eine Sonnenbrille ohne Stärke. Wenn sie ohne Stärke ist, dann kann man sie verkaufen. Wenn sie mit Stärke ist, na, dann kannst du sie nicht verkaufen. Wie willst du die verkaufen? Die heben wir auf. Kleine Potti-Potte-Monsis. Wobei das hier schon ein bisschen älter sein dürfte, durch diesen gelochierten Rahmen. Ne? Aber die sind alle durch, die sind alle durch, die kommen alle weg.
Andi freut sich über so einen Kram, eventuell, vielleicht auch nicht. Eine Herrenuhr mit Sternzeichen. Oder sowas ähnlichem, keine Ahnung. Kram. Noch eine Herrenuhr. Rowen. Nochmal Kram. Ist ja witzig, eine Seiko-Fälschung. Seiko. Ne? Visage 5. Eieiei, nochmal die bunten Muscheln. Eine Muschelbox. Ja, Urlaubsandenken von der See. Woher sonst? Rado Jubilee. Ich bezweifle, dass es ein Original ist. Wurde ja auch mal sehr häufig gefälscht. So. Na, das werden wir nochmal durchchecken. Ja, das wäre natürlich ja, nicht so schlecht hier. Ja. Das ist so ein bisschen Macho Grande. Passt mir natürlich in so eine Porno-Uhr aus den 90er Jahren. Fühlt sich aber erstmal nicht nach dem Original an. Oh, das ist was Schönes. Das ist was, was mir gefällt. So ein bisschen mit Raffi Tücke. Ein altes Kartenspiel. Mit Täschchen. Also das Kartenspiel selber ist wahrscheinlich uninteressant. Gucken wir mal. BWAG Strom und Wärme für Berlin. Das kennen wir ja. Aber das Täschchen selber, das ist toll. Das finde ich gut. Hat jemand leider drauf rumgemalt. Kann mir schon vorstellen, wer das war. Das ist gut. Das kommt auf die Seite. Wenn man es neu bestücken möchte, ist hier nochmal ein neu verpacktes von der CDU. CDU-Skat. Ja, ein CDU-Blatt. Französisches Clubbild. Kommt auf alle Fälle auf die Kuriositätenliste. Da haben wir 70 Jahre Neuland 1. Kenne ich nicht. Geldbörse. Kommt zu Geldbörsen. Das ist Müll. Da stand mal jemand drauf. Der ist auch nicht mehr da. Der hat auch schon Feierabend eine Weile. Sieht mir wie ein Schlumpf aus. Könnte sogar ein recht seltenes Schlumpfbord sein. Was ist es? Ah, Rolf Kauker. Rolf Kauker ist, wissen wir ja, Fix und Foxy. Fix und Foxy war nochmal drauf. Dann ist es natürlich nichts. Das ist Müll. Puhbären haben wir noch. Natürlich waren wir auch in Holland. Das ist nichts. Ein Stricker-Clown. Ein Stricker. Dann nehmen wir einen kleinen Tischtennisball und häkeln ihn ein. Ein Stricker-Clown. S. Stephen King's S. Jetzt gerade im Kino. Der noch ein bisschen Werbung gemacht. Kein Reisewecker, mal was Seltenes. Ich denke immer, ja, Reisewecker, na klar. Ein Reisebarometer. Warum hat man denn sowas? Bei der Reise dabei. Das war die App von früher, die Wetter-App. Ne? Da hat man dann geguckt, in welcher Tasche habe ich meine Wetter-App. Dann hast du die aufgeschlagen. Das Problem ist allerdings bei Barometer und Hygrometer und all so ein Scheiß. Ja, die funktionieren ja nur, wenn man sie auf die bestimmte Region einstellt. Auf den Luftdruck und so ein Scheiß. Soweit ich weiß. Na? Ortshöheneinstellung, genau hier musste man die Ortshöhe einstellen. Je nach Höhenlage hat das nämlich auch nur funktioniert. Also, wie gesagt, das funktioniert nicht überall. Du kannst nicht einfach nur so
So, du musstest dich an den Ort schon anpassen. Das ist auf alle Fälle selten. Kommt hier, darf man nicht werfen. Werfen darf man es nicht. Sonst ist es im AA. Ruvi, ein feines Tischstativ. Eine Tischhalterung für eine Kamera, zum Beispiel für eine GoPro. Aber in schönster Form. Also wirklich 50er Jahre, 60er Jahre, schön rund alles. Die gefällt mir, die finde ich gut. Das ist schon wieder toll. Ja, da freue ich mich drüber. Ja, da haben wir zwei, drei Sachen, über die ich mich freue tatsächlich. Ein Autoknips, den kennen wir auch schon. Kennt ihr auch den Autoknips? Der Autoknips ist eine Vorrichtung, damit man fernzünden konnte. Es ist quasi eine Fernzündung für ein Fotoapparat. Ja, man hat den aufgezogen, der lief wie eine Schaltuhr dann ab. Deutsches Reichsgebrauchsmuster steht sogar drauf. DRGM, hier ist nur noch, die Beschreibung ist nicht mehr bei, ist glaube ich nur noch der Klebezettel. Und dann lief der ab und dann, dann hat der Auto geknipst. Ja, und dann wurde aus diesem Fotoapparat, den man nur per Hand bedienen konnte, auf einmal ein Fotoapparat mit Fernauslösung. Zeitzünder. Schönes Ding, schönes Stück Technik, schöner, solider Knopf. Hier, Autoknips. Fantastisch, gefällt mir, finde ich gut. Ja. Na und als nächstes zaubert der Tommy aus der Kiste. Das ist ja unglaublich, ich wusste ja nicht, dass... Das entfällt einem ja manchmal, was das für Scheiße schon mal gab. Ja. Wer kennt's? Der Tamagotchi. Was ist das, ne? Der ist ja Tamagotchi. Den musstest du füttern, machen, tun und so weiter und so weiter und so weiter. Und hattest ihn immer bei dir, musstest dich um ihn kümmern. Das ist ein Tamagotchi. Den werde ich auf alle Fälle mal meiner Frau zeigen. Die ist nämlich in der Generation noch groß geworden, die sowas benutzt hat. Ich habe es damals schon belächelt, ja. Aber das war ja mal eine richtige Sucht für die Leute. Und was haben wir hier? Ein Aquafix. Aqua, auch wieder Foto. Und Fix, oh, komm mal her, ist ungefähr das gleiche wie Autoknips. Man setzt ihn auf, man dreht ihn auf, er läuft ab und wenn die Zeit um ist, knipst er normalerweise hier unten drin. Das funktioniert nicht, warum auch immer. Muss man wahrscheinlich erst aufschrauben und natürlich auch vorspannen. Ah, der ist schon verdödelt. Der will nicht mehr. Ist egal. Er ist schon alt, er muss auch nicht mehr. Mit Beschreibung. Aquafix mit Beschreibung. Selbstauslöser, Self-Timer. Wenn jetzt noch die Fotoapparate dazu kommen, dann bin ich sogar ganz zufrieden. Naja, man muss sagen, wie gesagt, für alle 10 Euro, das ist wirklich gut. Das ist tippitoppi. So, das alles war in dieser kleinen Tasche, die ich nicht so toll finde. Da kommt das jetzt auch alles wieder rein, diese Gublon-Tasche. Oder vielleicht kommt sowas ja auch wieder in Mode. Wenn wir so eine Gublon-Tasche rumlaufen, ich meine, ich wäre der Erste. Wieder, es ist wieder an der Zeit, Gublon-Taschen zu tragen. Toll. Vielleicht finde ich sie doch ganz gut. Weiß ich noch nicht genau. Wir werden sehen. Weiter geht es. Da ist ja unheimlich viel in so einer Kiste drin. Wenn man alles einzeln durchgeht tatsächlich und zu allem was zu sagen hat, hier ist wieder so eine richtig dreckige Tasse. Die kommt richtig gleich in die Müllabteilung. Ne? Die Müllabteilung, furchtbar. Die wächst und wächst. Siemens Gigaset A240. Game Boy Advanced Ladegerät, nicht zum Gigaset. Game Boy Advanced, was ist denn da los? Von einem Mann, der 90 ist?
Game Boy Advanced und Tamagotchis? Was ist denn da los? Ist ja unglaublich. Egal. Müll wahrscheinlich. Lampenglas. Unaufgeregt, völlig. Brünierte Kupfer Teeglashalter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wird den Angel wollen. Das findet er auf alle Fälle gut. Das weiß ich. Das ist aber nicht für mich. Das ist Kram. Und Kram habe ich genug. Ein Stumpenhalter. Stumpen nennt man eine dicke Kerze, nennt man Stumpen. Und ein Stumpenhalter ist quasi ein Kerzenhalter. Aber nicht für Kerzen, sondern für einen Stumpen. Weil bei einem Stumpen nennt man eine dicke Kerze. Ah, massiv Messing. Na, meine Herren. Aber hätte da ruhig mal entgraten können nach dem Pressen. SKS. SKS. Jo, weiter im Text. Mann, warum haben die denn so viel von sowas? Ne? Öllampe, Kram. Eine Keramik, die ist in 15 Jahren angesagt. So lange kann ich nicht warten, tut mir leid. Kram. Machen wir kurz Pause. Und weiter geht das. Eieiei. Noch so ein Ding. Die ist ja so abscheulich. Die ist ja so schlimm. Mann, ist die schlimm, ey. Das alles in einer Kiste. Doch eine ganze Menge. Ah, jetzt haben wir noch einmal Hardware. Pack ich gar nicht erst aus. Weil ich spüre, das ist Müll. Klar. Ah, Körbchen. Ah. Na, wer weiß es? Teig, Knet, Pömpel, zum Durchwalken, der gefällt mir, den finde ich ganz toll, den finde ich richtig gut zu haben. Das ist ja jetzt gerade schwer in Mode. Ne? Das hier ist ein eloxiertes Tablett. Aber was das Ganze schwer in Mode kommen lässt, ist natürlich diese Ebenholz, ebonisiertes Holz, diese Holzhandhaben. Das Ding, das wird heute hingestellt, fein fotografiert und dann wird irgendwie eine kleine Vase, ganz minimalistische draufgestellt mit einer kleinen Blumenstängel drin oder sowas. Ja, und dann kostet sowas hier eben 30 Euro oder 35 Euro. Ist gerade angesagt, tatsächlich. Er hat diesen ganzen Teak-Sachen, da passt der ganz gut. Oder Minimalismus halt. Er ist wirklich sehr schlicht. Zweckmäßig. Alte Technik. Tell me. Ich habe keine Ahnung, ist das überhaupt alte Technik? Man weiß es ja nicht. Ist das neu? Ist das alt? Geht das an? Geht natürlich nicht an. Geht das auf? Geht natürlich auf. Der
Akku geht so heraus. Ich guck mal, von wann das ist. 2010. Ist ja nicht so alt. 2010 ist nicht alt. Ja, auf alle Fälle ist mit der Technik halt so eine Sache. Die veraltet ja recht schnell. Mit fettem SOS-Knopf auf der Rückseite. Ja, also ein alte Leute-Telefon ist das. So nennt man das wohl. Kram. Jetzt haben wir hier noch eine Kiste mit einem. Da war. Wurde das alte Bügeleisen reingepackt und das neue Bügeleisen rausgeholt. Ja. So ist das halt früher gewesen mit der alten Generation. Die haben sich was Neues gekauft. Ja. Und als sie sich das Neue gekauft haben, haben sie sich gedacht, aber das alte, das haben sie sich ja nur gekauft, was Neues. Ne? Und das alte hat ja trotzdem noch funktioniert. Und dann haben sie gedacht, naja, in schlechten Zeiten, wenn das neue dann kaputt geht, dann habe ich ja mein altes noch. Und dann haben sie das alte aufgehoben in der Verpackung von dem neuen. Deswegen, also heutzutage ist ja anders. Heutzutage holt man sich was und schmeißt das alte weg. Weil das alte, was man davor hatte, ist ja schon kaputt. Und wenn es kaputt ist, kauft man sich was Neues. Das war früher anders. Da wurde sich einfach gekauft, weil neuer ist schicker, ist neuer. Oder man hat es geschenkt bekommen, hat das ausgetauscht. Ja, dann war das so. Ja. Also, das war eigentlich die Kiste. Die Bücher möchte der Herr Nachbar nochmal haben. Bücher drin jetzt hier im Ostpreußen. Die möchte der Nachbar haben. Die möchte er sich anschauen. Kann er haben. Der Rest kommt wieder in eine andere Kiste und das war's. Jo. Das war auf alle Fälle die Kiste, das Auspacken dieser Kiste, dieser Wunderkiste, hat Spaß gemacht. Ja, es war jetzt nicht so der Reißer dabei oder so, aber es sind schon zwei, drei Sachen, die mich interessieren. Aber das ist wirklich nicht viel, das passt alles in die kleine Box. Ja, der Rest, der kommt zu Angie. Ganz einfach, der kommt zum Trödler, der wird da einfach da abgestellt. Dann soll er schauen, ob er damit was anfangen kann oder nicht. Wenn ja, würde ich mich freuen. Ja, wenn nicht, ist schade drum, aber also umsonst nimmt er immer. Versucht zu verwerten. Und wenn nicht, dann kann er immer noch weitergeben. Ja, kostenlos an jemanden. Jo, das war's. Mal gucken, was im Laden heute noch geht, ob da noch was geht. Werden wir sehen. Na, dann bin ich wieder im Keller angelangt. Im Keller der Tatsachen, am Boden der Tatsachen, auf dem Boden geblieben, was auch immer. Die Bremse hier bei diesem Fahrrad funktioniert nicht mehr so gut, meint die gute Frau. Naja, wir gucken mal hier. Ich ziehe mal den Zug hier raus. Ich weiß ja nicht, ob man das sehen kann, aber der ist klitschnass und rostig. Da. Rost ohne Ende. Deswegen sage ich öfter mal neue Züge. Liebe Leute, das ist kein Witz. Ab und zu mal einen neuen Zug reinsetzen. Macht das doch einmal mehr. Kostet auch nicht viel Geld und es kostet auch nicht viel Zeit. Und wenn ihr das selber nicht machen könnt, geht zum Fahrradladen. Das kostet auch nicht so viel Zeit, zumindest. Es kostet natürlich Geld, aber es kostet nicht so viel Zeit. Ja, es ist schnell gemacht und so und hilft dabei, dass man vernünftig bremsen kann. Das ist wichtig, gerade im Winter. Tommy ist fertig. Wir bremsen. Bremst gut. Vorne hat er auch gemacht. Bremse eingestellt ein bisschen. Zumindest. Und ein bisschen die Achtbrust zentriert. Ja, jetzt läuft es wieder. Der Angie wollte nicht mal in die Kiste gucken, hat gleich gesagt, nein, bitte keine Geschenke. Dann habe ich gesagt, na gut, okay, dann ja doch, erst mal gucken, meint er denn. Ich sage, nein, na, wenn du keine Geschenke willst, dann nicht. Ja, dann bin ich wieder umgedreht und los. Jetzt werden wir sie also selbst verwerten, die Sachen. Ich packe die aus, wird ein bisschen dekorieren hier und so, und dann werden die auch verkauft. Ja, ein paar Sachen schmeiße ich auch gleich weg. Aber der geht auch nach und nach weg. Also damit haben wir ja kein Problem. Ne? Wenn einer Kindergeschenke möchte, dann bekommt er auch keine. So sieht das nun mal aus. Jo, bei dem Kinderrad fällt die Kette dauernd runter. Alle 2 Kilometer. Das ist eine lange Strecke. Der Kollege meinte, er hat die Kette schon gespannt. Schon nach hinten gezogen. Da gucken wir mal, ob es an dem ist. So, jetzt. Ach,
kurz. Naja. So, jetzt ist die Katze zwar wieder drauf, aber gespannt ist die nicht. Das ist nicht gespannt. So fällt sie natürlich immer wieder runter. Also immer schön auf die Kettenspannung achten. Die ist nämlich auch wichtig, weil ansonsten bei einem kleinen Huckel oder Hügel oder was auch immer, bei unebenem Gelände, fällt die Kette runter und ihr tretet ins Leere. Das kann zu bösen Unfällen führen. Kettenspannung ist wichtig. Also immer Kette spannen. So, liebe Leute, so sieht eine gespannte Kette aus. Man kann sie nicht sehr weit drücken. Ja, aber ein bisschen Bewegungsspielraum braucht sie. Und man muss natürlich, bevor man die Kette spannt, diesen Bremsanker hier lösen. Das ist wichtig. Es ist 6 Uhr und ich checke Mieträder. Ja, die müssen jetzt langsam alle ein bisschen fit gemacht werden, dann werden sie eingelagert für den Winter. Damit im nächsten Frühjahr wieder alles wunderbar starten kann. Ja. Deswegen schaue ich mir die alle mal an. Die meisten sind im Bremsen so ein bisschen durch und Licht bremsen und Licht bremsen und Licht. Immer wieder das Gleiche. Das mache ich jetzt. Schon jetzt die 6. Mietrad werde ich jetzt fit machen. So, ein Rad mache ich jetzt noch. Und dann ist aber Schluss mit den Checken. Jetzt ist ja irgendwann noch öde. Jetzt haben wir bereits so ein 7:30 durch. Bin ich um 8 fertig. Dann habe ich insgesamt 10 Räder gemacht. Und ja, das reicht für jeden Tag. Ist das okay. Dann mache ich nochmal eine Abmoderation später. Mal gucken, vielleicht passiert ja noch was. Schauen. Ja, guck mal, Ina. Um 1943. Ist nicht der letzte Auftrag vielleicht heute. Da ist ja noch Zeit. Glatter Reifen. Ah, nichts Besonderes. Aber muss halt auch gemacht werden. Ja, da wird sie machen. Kein Problem. Habt ihr ja Zeit bis Montag früh. Die habe ich natürlich nicht. Ich mach's gleich. Ist erledigt. Vorderrad ist wieder unplatt. Jo. 1951. Draußen regnet es. Drin auch. Wie frisch. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, ich mache mal Feierabend. Hol mal den Werkstattwagen. Räume mein Werkzeug zusammen. Und werde dann gleich noch die Videos verarbeiten. Ein bisschen. Jo. Was gibt es heute zu sagen? Im Grunde genommen war wieder mal ein regnerischer Tag mit wenig zu tun. Aber Tommy sucht sich ja Aufgaben, also im Grunde genommen wird es ja nie langweilig. Und ich hoffe, am Montag wird ein bisschen besseres Wetter vielleicht mal. Zur Abwechslung mal wieder ein bisschen schönes Wetter. Was für ein Samstag war das natürlich doof. Wenn es Samstag so regnet, ist natürlich auch wenig los. Ja. Aber es macht trotzdem Spaß. Immer wieder schön hier zu sein. 4 schöne Fotos habe ich heute gekauft. Dann habe ich heute dieses Akkordeon gekauft. Das ist toll. Ein bisschen Kleinkram, ja, das ist okay. Ja, ansonsten kam eine überraschende Vermietung noch. Ja. Also ein Wetter, wer bietet denn da? Kam einer. Jo, ansonsten wartet. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag.